Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase mit einem Mini-Action-Haul. Ich wollte eigentlich heute nochmal schauen, ob sie endlich die Weihnachts-Lux-Paper-Blöcke haben, aber nein, immer noch nicht. Die DIY-Kartensets ist auch ein bisschen schwierig dran zu kommen, weil ja, da fehlen mir halt immer noch zwei von den sechs Blöcken, um endlich vollständig zu sein für meine Mädels. Aber natürlich wäre ich jetzt einfach wieder raus, aber ich habe natürlich noch ein bisschen geguckt. Ja, und was habe ich gesehen? Den selbstklebenden Cardstock. Ich habe mir ja meinen Augen nicht getraut. Es gibt endlich diese neuen Holoblöcke. Die sind ja jetzt schon ein paar Tage alt eigentlich. Endlich gibt es die. Es gibt neue Gift-Decoration-Sets, also Geschenk. Dekorationssets und Chipboard-Sticker. Wir fangen an. Vielleicht mit den Stickern. Oder nee, machen wir erstmal die hier. Es gibt, so wie ich gesehen habe, vier verschiedene Sets. Also hier ist Band dabei, hier sind Text dabei, hier sind nochmal solche Kärtchen dabei, solche Banner. 49 Cent ein Set. 14 Teile sind drin. Ach, hier sieht man es ja. Ja, man sollte es vielleicht auch ab und zu mal umdrehen. Also das ist alles drin. Das ist die Nummer. Da gibt es dieses Set. Es gibt dieses Set. Mal auch nochmal umdrehen, weil das sind zwei verschiedene. Dann gibt es dieses Set. Und das vierte ist noch das blau-lilane. So, also jeweils 49 Cent. Dann haben wir die Sticker. Müssen wir jetzt auch mal so durchfahren. Also ich habe sie, glaube ich, in irgendeinem Haul habe ich sie schon mal gesehen, wobei ich glaube nur einen Bogen. Aber es gab tatsächlich von jedem noch einen Bogen. Also es gibt sechs verschiedene Bögen. Und ich hatte Glück und habe sie sogar alle bekommen. Da kostet einer 59 Cent. Also das ist, ne, Chipboard so auf Karton, die Sticker. Ich fand so, also das Set, was jetzt kommt, finde ich mega. Mit dem Hirsch und den Blumen. Halt, weil auch dieser Holo-Schimmer bei manchen noch so schön dabei ist. Ach so, für die, die vielleicht die Seriennummer noch möchten. Das ist das dritte. Ich glaube, das habe ich in einem Haul gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Mit so Waldtieren, Let It Snow und ja, eigentlich schon. Zu Weihnachten. Ach, was mache ich denn? Ich habe es doch gerade gezeigt. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich bin etwas genervt. War mit dem Hund draußen. Was ist passiert? Mein Hund ist in so einen richtig schönen, fetten Kackhaufen reingedappt. Ich kann nicht verstehen, warum ich in öffentlichen Anlagen nicht in der Lage bin, von meinem Hund die Scheiße wegzuputzen oder aufzuheben. Das machen wir ja auch. Ich kann nicht verstehen, was daran so schwer ist. Ganz ehrlich, sowas ärgert mich dermaßen. Unser einer hebt es immer auf. Ist das ein Kratzer? Ah, okay. Da hat wohl einer reingeschnitten. Das habe ich nicht gesehen. Ja, gut, ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Das sind die Chipboard-Sticker. Dann den selbstklebenden Cardstock. Der ist so leicht, ja, ich würde sagen, die Bezeichnung Smooth trifft es ganz gut. Also er glänzt nicht richtig krass, aber er ist auch nicht matt. Und er fühlt sich unglaublich gut an, muss ich jetzt mal so sagen. Es sind verschiedene rosa und lila Töne und es ist eben selbstklebend. Ist jetzt auch nicht so besonders dick, muss man auch dazu sagen. Ja, ist okay, denke ich. Was steht denn? 180 Gramm? Ja, vielleicht
Insgesamt, aber wenn man die Folie abgezogen hat, hat das keine 180 Gramm mehr. Dann gibt es hier diese Pastell. Na, wobei, so pastellig ist es gar nicht. Ist schon, also das Gelb ist schon. Wow. Pastelltöne. Oder ansatzweise Pastelltöne. Blau und Grün. Dann gibt es hier ein rotes Set. Rot-Orange. Dann haben wir ein blaues. Sehr hell und sehr dunkel. Dann haben wir ein grünes. 36 Platz sind drauf. DIN A6 ist es groß. Ich habe es jetzt noch nicht nachgemessen, ob das auch stimmt. Weil ich habe ja gelernt, manchmal sind die Blöcke eben nicht so, wie es heißt. So, und hier ist jetzt nochmal ein kräftiges. Weiß, gelb, rot, blau, hellgrau und schwarz. Das sind die. Und ich glaube, von denen habe ich jetzt leider noch nicht alle ausgemacht. Muss ich gleich noch nachholen. Beziehungsweise man. Nee, das ist doof. Ich hatte doch irgendwo schon was Offenes. Ich weiß es genau. Ich habe es doch gerade aufgemacht. Ach Gott. Ja, ich sag's ja. Ich komme gerade von der Arbeit. Musste mich jetzt noch über diesen blöden Kackhaufen aufregen. Da hat man Spaß. Das braucht man nach einem Arbeitstag ohne Pause. Jetzt aber. Upsa. Heute neu. Also das ist mal Holo. Ich versuche euch nicht zu blenden. Was nicht ganz so einfach sein wird. Ach doch, es ist zweimal. Jedes Blatt ist zweimal. Und ich habe die, ich glaube, bei der Hedwig Gedönsrath mal gesehen. Das ist aber schon ist so gefühlt eine Ewigkeit her. Seitdem bin ich scharf auf diese Blöcke. Aber sie waren einfach nicht zu bekommen. Und eben bin ich dran vorbei. Ich bin schon dran vorbei, wie das halt manchmal so ist. Man ist so in Gedanken, was man halt sucht und was man möchte. Und war schon dran vorbei und habe dann gedacht, hä? Das kennst du noch gar nicht. Was ist das? Oh, Holoblöcke. Ja, und dann musste ich die halt mitnehmen. Ne? Ist ja klar. Weil die wollte ich ja schon die ganze Zeit haben. Ich habe ja wirklich nicht mehr zu hoffen gewagt, sie noch zu bekommen. Es ist gar nicht so schwer mit dem Nichtblenden, mit der ganzen Beleuchtung hier. Naja, ich denke mal schon, ihr seht ja, worum es geht. Also man sieht es auch vorne. Die haben ja hier tatsächlich. Die Farben kann man jetzt nicht so gut ablesen, aber die Muster kann man hier ganz gut erkennen. Ach so. Die Nummer. Paperpad Holographic. Ja. Ach, das war's. Das war offen. Sehr schön. Das ist mehr so in. Ich mache das jetzt mal ein bisschen flotter. Sonst. Ich will ja nur einen kleinen Action-Haul machen. Ich muss dann nämlich auch nochmal zum Tierarzt. Noch Medikamente holen. Mein Tag hat heute einfach kein Ende. Wie das halt manchmal so ist. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Gut, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt, aber auch damit lässt sich was anfangen. Oh, das ist schön. Das ist die vierte. Dann kommt jetzt noch, wenn ich es aufkriege. Ich habe mein Cuttermesser leider eingesaut. Ich kann mein Cuttermesser. Ich weiß nicht, wo meine Ersatzklingen sind. Und im Action habe ich eben nicht dran gedacht. Dann muss ich hier mit der Schere rumhantieren. Lachs.
Und das blendet wieder. Ja, mit den Sternen ist halt, ne, zu Weihnachten schon eine schöne Sache. Vielleicht haben sie es deshalb jetzt endlich noch ins Programm genommen. Man weiß es nicht. Ich weiß ja immer noch nicht, wie die Denkweise von Action ist. Also ich meine, die einzelnen Märkte haben ja überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber irgendwo gibt es ja einen Kopf, der sich ja vielleicht dabei auch irgendwas denkt. Hoffe ich. Ui. Oh Mann. Ja, das ist jetzt sehr viel Holo bei 6 Blöcken. Also jeweils 2 Blätter pro Muster und jetzt müsste ich lügen. 24, also 12 verschiedene Muster, A2 Blatt sind 24 Blätter insgesamt. Ach Gott, jetzt haben wir es. Achso, der Cardstock 99, falls ich es vergessen habe, und die Holo-Blöcke auch 99 Cent. Hatte ich die Sticker erwähnt? Ich habe keine Ahnung. Die Sticker 59. Das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die jetzt nicht ganz so neu sind. Habt einen schönen Abend. Fühlt euch geherzt. Ciao.